Identität im Test. Wer von euch erinnert sich an letzten Sonntag, was hier vorne auf der Bühne ist gestanden? Wer hat das noch? Das vergessen wir nie mehr. Markus mit seinem Auto da vorne, das Thema war in Christus. Und das ist ja das Geheimnis, das wir vorher gehabt haben, singen in Christus. Ein Riesengeschenk haben wir eben den Jesus dürfen kennen. Ihm dürfen wir unser Leben anvertrauen, jetzt Kind von diesem Gott dürfen sein und jetzt in Christus dürfen sein. So ein Privileg. Und das heisst nachher im 1. Korinther 1,30, von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. Wir haben alles, was wir haben als Christen, haben wir in diesem Christus drin. Das ist so ein Geschenk. Und heute dürfen wir zusammen wieder auf den schauen, auf den Jesus. Und es ist so gut zu wissen, dass er versprochen hat, dass er gerade hier ist. Wenn ein paar in seinem Namen zusammenkommen, ist er da. Und das ist das, was mir am meisten aufstellt, zu wissen, er selber, der Meister vom Universum, ist gegenwärtig heute Morgen. Krass. Und es ist gut, dürfen wir auf ihn schauen und auch in sein Wort hinein. Und ich lade euch ein, Matthäus 4, 1 bis 11, das ist heute der Bibeltext. Und in meiner Bibel steht dort, ist der Abschnitt überschrieben mit dem Titel «Die Versuchung Jesu». Und einige von euch wissen vielleicht schon, um was es geht. Jesus kommt in die Wüste, fastet dort 40 Tage und dann wird er vom Teufel versucht. Und heute ist also das Thema Identität im Test. Jetzt, ich finde es immer gut, wenn man einen Bibeltext so vor sich hat, und mit der Bibel kann man so ziemlich alles machen, was man will. Alles Unmögliche. Wenn man einfach einen Text mit rauszieht, ist es gut zu wissen, was ist der vorher und was ist nachher. Und wenn wir jetzt da schauen, das ist eben das Kapitel 3 vorher und dort ist die Taufe von Jesus drin beschrieben. Und wir wissen nicht sehr viel vom Leben von Jesus als Kind oder Jugendlichen, aber wir wissen, dass er mit 12-jährig nach Jerusalem ist gekommen und dort wollte sein, wo sein Vater ist und er in den Tempel ist gegangen. Und er dort seine Eltern nach längerem Suchen haben gefunden. Dort schon die Verbindung zu seinem Vater im Himmel. Er hat ihn, den er so geliebt hat. Mit ihm wollte er zusammen sein. Und dann später die Taufe mit etwa 30 im Jordan, wo er von Johannes dem Täufer getauft wird. Er geht ab ins Wasser, kommt rauf, tut sich wieder Himmel auf und die Stimme vom Vater im Himmel kommt und sagt, das ist mein Liebsohn, an dem habe ich Freude. Und gleichzeitig kommt der Heilige Geist in Form wie eine Taube auf ihn runter. Und nach dem heisst, dass er eben in die Wüste ist geführt worden. Wir lesen das da, Kapitel 4 vom Matthäus-Evangelium, ab dem Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Wer sind wer von euch, dass er so denken würde? Erlebst du vielleicht einen tollen Gottesdienst, eine Konferenz, wo dir irgendwie neu die Liebe Gottes bewusst wird. Und du es neu hörst, wie Jesus bei seiner Taufe. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe Freude an dir. Und dann denkst du so, und jetzt geht es gemütlich weiter. Jetzt kommt es gut, oder? Start ist am Montag. Und nachher geht es los. Es heisst da, danach wurde Jesus vom Geist Gottes. Das war nicht irgendwie ein Zufall gewesen. Der gleiche Geist, der auf ihn ist gekommen, bei der Taufe, führt ihn jetzt in die Wüste. Und es heisst dann, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Das war irgendwie geplant. Die meisten Leute fasten, um Gott zu begegnen. Und Jesus hat 40 Tage gefastet und begegnet am Schluss dem Teufel. Das ist irgendwie komisch. 40 Tage, 40 Nächte. Und warum hat das Jesus überhaupt gemacht? Ist ja krass. Er war Mensch gewesen, wie wir, sagt die Bibel. Das heisst, nach 40 Tagen Fasten war auch er K.O. gewesen. Das heisst, nachher da war er sehr hungrig. Ja, logisch. Er war total hungrig gewesen. Und
ich merke es auch, wenn ich vielleicht mal eine Mahlzeit auslasse oder zwei, dann werde ich irgendwie ein bisschen dünnhütiger, ein bisschen kribbeliger. Muss ich mehr aufpassen, was ich sage. Und daheim, ich merke, es braucht mich wie verrückt. Und genau in so einer Situation, wo Jesus am Ende war, eigentlich von seiner physischen Kraft, kommt die Versuchung. Kommt der Teufel, für ihn zu versuchen. Und was passiert da? Wie geht es da weiter? Vielleicht noch kurz einen Moment, um zu überlegen, was ist eigentlich eine Versuchung, respektive ein Test? Die Bibel sagt uns, und ich bin so froh, sagt sie es klar, dass Gott uns nicht versucht zur Sünde. Jesus, Gott tut nicht uns, weisst, ein Häkli stellen, dass wir auf die Schnur fallen, auf gut Deutsch. Weil er will, dass wir etwas machen, was nicht gut ist. Das macht Gott nicht. Der Teufel schon. Der will uns kaputt machen. Von ihm heisst es, er sei ein Verdreher von Anfang an, ein Lügner, der Vater der Lüge. Er will nur kaputt machen und zerstören. Gott nicht. Er testet manchmal, um zu schauen, was da drin ist. Ein Test tut nämlich offenbaren, zeigt, wie etwas wirklich ist. Und ein Test kann stärken, stärker machen, kräftigen. Und ich glaube, die zwei Sachen sehen wir im Leben von Jesus. Jetzt vielleicht noch so einen Test. Im K-Tipp gibt es ja verschiedene Produkte, die alle angeschaut werden. Und vielleicht hat man ein Produkt von einer Supermarke, das mega teuer ist, dann wird es getestet mit einem, und verglichen mit einem Produkt, das sehr günstig ist. Und merkt plötzlich, dass ja das gar nicht so gut ist, wie man hat gedacht. Und ein anderes Produkt viel besser ist, das vielleicht noch viel weniger kostet. Das ist noch interessant. Oder zum Beispiel so in Krimis ist es ja manchmal noch spannend. Oder sonst in Geschichten, wenn eben Identitäten sind. Und dann entwickeln sich die mit der Zeit. Und erst, wenn es vielleicht eben Testen gibt, Herausforderungen, merkt man plötzlich, wer das eigentlich wirklich ist. Es offenbart sich eben dann. Oder ich weiß nicht, wer von euch Uli den Knecht kennt. Das Kulturgut, ja. Dort ist ja der Bauernhändler, der die Elise heiraten will. Er hat noch so einen glatten Dialekt und bringt den Schamper gut, Jumpfer an Elise. Und nachher hat er sie, oder? Dabei hat er sie ja nur auf ihr Geld abgesehen. Und man sieht, wenn sie geheiratet sind, was das für eine Halunke ist erst, oder? Manchmal offenbart sich etwas dann erst später. Und ein Test kann stärken. Beim Roger Federer zum Beispiel. Ist du ab dem Mann? Der, auch wenn er siegt, er lehrt wieder daraus, aber eben auch wenn er verliert, wenn er getestet wird. Er nimmt etwas raus, was er wieder braucht fürs Weitergehen. Dass er stärker gemacht wird. Jeder Wettkampf hilft ja auch, Erfahrung zu gewinnen und stärker zu werden. Und so auch da bei Jesus. Die Versuchung von Gott zugelassen, vom Geist sogar geführt. Lässt Jesus sich erweisen und zeigen als treuer Sohn. Das ist ganz eine spannende Parallele. Und aus dem Zitat von Jesus, wo wir dann dazu kommen, merkt man, er macht Brücke für manches 100 Jahre vorher, wo das Volk Israel aus Ägypten geführt wurde in die Wüste, wo sie 40 Jahre waren, wo sie auch Hunger hatten und wo sie haben gemurrt haben. Wo sie sich gegen Gott gewendet haben, wo sie ihm nicht vertraut haben. Und jetzt kommt der Sohn Gottes, hat Hunger und vertraut Gott, ist treu. Er offenbart sich als der Sohn, der treu ist. Und wir werden dazukommen, das macht er für dich und für mich. Und das andere ist, wir merken, hey, es stärkt Jesus seine Identität und festigt in seiner Berufung. Es macht klar, jetzt tritt er öffentlich auf. Wir sehen nämlich nach dieser Versuchung kommt er nach Galiläa und von dort an fängt er an, öffentlich aufzutreten und er beruft seine Jünger und von da an geht es los. Und es heisst nämlich, im Lukas 4,14, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Er ist gestärkt worden. Durch das hat Gott seinen Vater erleben. Und ich staune ab dem, dass der Sohn Gottes sich lassen, versuchen und testen. Warum? Weil er sich mit uns Menschen identifiziert, wo wir testbar, versuchbar sind
Und er geht dem nicht aus dem Weg. Für uns kommen wir nachher noch zurück. Ja, jetzt tauchen wir voll rein in die Identitätstests, die Jesus da hat erlebt, die Versuchungen. Der Teufel kommt zu ihm. Das heisst, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Der Teufel kommt nicht und stellt als erstes einfach die Identität von Jesus in Frage und sagt, du bist ja gar nicht der Sohn Gottes. Im Gegenteil, er sagt, wenn du Sohn Gottes bist, so quasi, ja du bist ja, jetzt zeig's doch. Der sagt zu diesen Steinen, die sollen Brot werden. Und jetzt überlegen wir mal, da ist enorm viel drin in diesen Texten. Viel mehr, als das jetzt alles sagen kann. Aber was ist eigentlich das Schlimme, dass Jesus Steine in Brot verwandeln würde? Ist da gar nichts Böses dran? Wir sagen, das ist jetzt einfach noch eine gute Idee, wäre ich gar nicht selber drauf gekommen. Mit dem Sand könnte man noch Gomfi machen oder irgendwie. Steine in Brot, das ist nicht eigentlich in dem etwas Böses drin. Aber was ist denn? Was ist denn? Was ist es denn, wo die Versuchung ist für Jesus? Jesus antwortet ihm nämlich, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das heißt, Jesus hat gemerkt, nein, da ist etwas nicht richtig. Ja, was denn? Was ist nicht richtig? Jesus hat gemerkt, der Teufel will mich dazu verleiten, dass ich in meiner Identität als Sohn Gottes etwas tue, was nicht mit dem Willen vom Vater übereinstimmt. So etwas Kleines. Aber es ist nicht das, was Gott hat gesagt hat. Nicht der Wille vom Vater. Und Jesus begreift es sofort. Und er stellt sich unter das Wort von Gott. Unter das, was Gott hat gesagt. Und bezieht sich auf das. Ich mache euch da eine kleine Zeichnung. Jesus hat Bestätigung bekommen von seiner Identität als Sohn, wo er sich hat taufen lassen. Identität. Ich muss immer aufpassen, dass ich die richtige Anzahl T's da mache. Und hier das Wort Gottes. Er bekommt Bestätigung durch Gottes Wort. Von seiner Identität, von seinem Sein. Und das prägt sein Tun. Wir lesen nachher im Neuen Testament, dass Jesus Bestätigung vom Vater hat bekommen, dort, wo er gehorsam war. Ganz interessant. Und Jesus stellt sich unter das Wort, bezieht sich auf das. Und wenn man die anderen Versuchungen schaut, merkt man, hey, hier ist, Jesus legt jetzt schon mal den Grund. Er kommt gar nicht von sich her. Er antwortet nicht aus sich heraus, sondern es bezieht sich auf das Wort von Gott, auf das, was Gott hat gesagt. Lass sich nicht mal auf eine Diskussion ein. Es steht geschrieben. Punkt. Dort kommt er her. Wenn er von seiner Identität hat geantwortet, so von sich aus, hat gedacht, ja, mein Gefühl, es hat mir ja mega Hunger. Leck doch mir, ja, das wäre jetzt noch etwas. Ja, bei uns, was kann das vielleicht sein? Ein Misstrauen, das gesagt wird und ein Handeln, etwas zu brauchen, etwas zu tun, das eigentlich nicht mit dem übereinstimmt, was Gott uns gesetzt als seine Kind. Es kann irgendetwas Kleines sein. Aber versteht ihr, Jesus hat eine Berufung gehabt, Menschen zu seinen Jüngern zu machen und den Weg zu gehen bis zum Kreuz. Und das hat er gewusst, das wollte ich gehen. Das ist meine Berufung. Und von dem hat er sich nicht abbringen lassen. Und die Herausforderung für uns da heute Morgen ist, hey, du und ich, wenn wir den Christus kennen, wir haben auch unsere Identität bekommen, haben auch eine Berufung und haben auch die Bestimmung, in dem Willen vom Vater dürfen zu gehen. Können wir uns fragen, ja, bin ich dem? Oder habe ich so eine Zone, wo ich sage, ja, das ist eigentlich, hier ist Gottes Wille da, aber hier habe ich noch einen Bereich, den habe ich gerne für mich. Und Jesus ist sicher, weil er sich auf das Wort Gottes verlässt. Das Zweite, der Teufel geht nicht auf, sonst er merkt, aha, ich ändere die Taktik. Jesus antwortet mit Gottes Wort, gut, das kann ich auch zitieren.
Er nimmt Jesus mit, geht nach Jerusalem, stellt ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jerusalem, Tempelbereich, man sieht dann noch das Bildli. Wenn ihr jetzt schaut, der Ecke da ganz links hin. Man sagt, das habe ich gelesen, ich war selber noch nie da gewesen, dort sei das Loch abgegangen, etwa 90 Meter. Ins Kidrontal runter. Und dort wird Jesus gestellt, oder in einer Vision, bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dort steht er und weiss, wenn ich dort runterkomme, bin ich tot. Der Teufel sagt, hey, probier's. Wenn du Sohn Gottes bist, heisst in der Bibel, dann wird Gott schauen, dass du gut davon kommst, wird seine Engel schicken. Was ist da der Knackpunkt? Was ist da eigentlich Versuchung? Stimmt, ja. Steht genauso in der Bibel, das hat Jesus auch gewusst. Und gleich antwortet er ihm wieder. Und geht nicht darauf ein. Es heisst, Jesus sagt dann, in der Schrift heisst es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus merkt, da will mich der Versucher dazu bringen, dass ich die Bibel, das Wort Gottes, brauche und sie so verdrehe, dass es für mich passt. Aber eigentlich mache ich mit dem, wenn ich das Wort Gottes für mich verdrehe, Gott zu meinem Diener. Und zu meinem Subjekt. Jetzt muss er für mich dienen. Und ich stehe nicht mehr unter dem Wort, sondern dass wir hier drunter da, unter mich. Jesus merkt, nein, da helfe ich nicht mit. Das auch für uns ist meistens ganz etwas Feines. Stehen wir auf diesem Wort, respektive darf uns das noch sagen, was wirklich zählt. Und manchmal kommen wir in Situationen hinein, irgendetwas in unserem Leben. Und dann tun wir etwas, was wir vielleicht jahrelang vorher haben gesagt, das ist ja so, ganz klar, da gibt es nichts zu rütteln, wenn wir es plötzlich drehen, damit es bei uns ins Leben hineinpasst. Und dann werden wir plötzlich verletzlich und anfällig. Haben wir plötzlich wie eine bloße Stelle, sind nicht mehr geschützt. Weil wir nicht unter dem stehen, was Gott hat gesagt. Und das ist ein Vorbild Jesus. Er antwortet ganz klar und gibt dem Teufel Bescheid, wie es soll sein. Und gell, Gott ist nicht unser Diener. Wir sind gemacht, berufen von ihm, für ihn da zu sein, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Und wenn wir das tun, finden wir zum Leben. Wenn wir das tun, finden wir zu dem, was wir eigentlich suchen. Wenn wir in dem Willen Gottes stehen, wo der durch und durch gut ist für uns. Und ich bin so froh, Gott ist nicht abhängig von uns, ob er gut ist oder nicht. Manchmal sagen wir ja, hey, jetzt habe ich gerade einen Parkplatz noch gefunden. Gott ist so gut. Also jetzt hat es noch gerade Mokka-Joghurt gehabt, die letzte, und ich habe sie gerade können nehmen. Gott ist so gut. Amen. Ja, ist ja gut. Wir meinen es ja gut, wenn wir es sagen. Der Punkt ist ja, gut zu wissen, dass Gott nicht gut oder schlecht ist. Wenn wir jetzt Mokka-Joghurt oder einen leeren Parkplatz finden, er ist einen Weg gut. Auch wenn es manchmal nicht so geht, wie wir denken. Und die Frage ist, können wir ihm dann noch vertrauen? Können wir dann noch gewissen, er ist Gott und ihm darf ich vertrauen? Jetzt kommt der dritte Test, die dritte Versuchung. Und da geht der Teufel eigentlich aufs Ganze. Da macht er gerade einen Frontalangriff. Vorher hat er irgendwie versucht zu drehen, so fein, oder? Und wisst ihr, die herausforderndste Versuchung ist ja die, die man oft gar nicht merkt. Wo man gar nicht merkt, dass es eine Versuchung ist, weil man einfach so drin ist. Und unser Leben manchmal plätschert so mit unseren Prioritäten, mit dem, was wir machen. Manchmal fragt, sind wir da drin, unter dem Wort? Jetzt kommt der Teufel, Frontalangriff, sagt ihm, Entschuldigung. Er nimmt ihn mit auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit, gibt ihm eine Vision und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Krass. Und dort reagiert Jesus nachher und nennt den, der vor ihm steht, zuerst mal beim Namen und sagt ihn, weg mit dir, Satan.
Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Was ist da? Was passiert da eigentlich? Kommentatoren schreiben, Jesus ist berufen, ist ein Sohn Gottes, zu herrschen über das ganze Königreich Gottes. Alle Macht wird ihm gegeben. Wir lesen am Schluss von dem Matthäus-Evangelium, wie Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel auf der Erde. Darum geht, sagt er seinen Jüngern. Aber der Teufel tut ihm hier einen Weg vorschlagen. Schau, wenn du mich anbetest, ich gebe dir alles. Ein Weg, der neben dem Kreuz vorbeigeht, der das Leiden auf der Seite lässt und wo das, was uns heute Morgen der grösste Sieg gibt, Erlösung, dass das auf der Seite gelassen wird. Ein Jesus ohne Kreuz. Und da merkt er, nein, das geht nicht. Für uns manchmal eine Nachfolge, die nichts kostet, ohne Leiden. Das könnte unsere Versuchung sein. Ein gebiger Weg mit Jesus, der nichts kostet. Ein Weg so zu legen als Nachfolger von dem König, der keinen Preis zahlt. Ich möchte dich herausfordern oder fragen heute Morgen. Wo hast du vielleicht das letzte Mal oder wo schon Sachen gemacht oder nicht gemacht? Sachen gemacht, die dir eigentlich zuwider waren, so von innen aus. Aber du hast gesagt, ich mache es einfach, weil ich weiss, es ist richtig. Und weil ich weiss, Gott will das von mir. Oder etwas nicht gemacht, weil du hast gewusst, ich stehe vor Gott und es ist nicht richtig, wenn ich das mache. Egal, ob es jemand sieht oder nicht. Weil unsere Gefahr ist, vielleicht nicht der Teufel anzubeten oder so etwas Krasses. Kommt selten jemand zu uns und sagt, vielleicht du komm, jetzt gehen wir die nächste Bank überfallen. Oder wir sprengen das Schulhaus in die Luft und wir bringen die Schwiegermutter um oder irgendetwas. Das passiert selten gerade so, oder? Sonst kommt so ganz fein daher. Und die Frage ist, merken wir das und stehen wir dann bereit? Oft, ich sehe in unserer Gesellschaft, meint es, ist die Tendenz, dass wir vielleicht nicht das Teufel anbeten, aber uns selber. Es für uns stimmt, unsere Identität, unser Wollen, rausziehen aus dem, was Gott sagt und uns eigentlich darüber stellen. Ja, es geht dann weiter und tatsächlich geht der Teufel. Er hat genug, er hat gemerkt, bei Jesus hat er kein Brot. Das heisst, da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. All das hat sich abgespielt vor Gott, dem Vater. Ich bin noch eingefahren und ich dachte, Gott hat da alles gesehen. Gesehen, wie sein Sohn reagiert. Das ist bei uns auch so. Alles in unserem Leben spielt sich ab vor einem gewaltigen Gott. Nichts geht bei ihm vorbei. Mein Schwiegervater hat mal den Satz gesagt, ich habe euch den auch schon gesagt, könnten wir doch Gott ganz vertrauen. Ja. Wenn wir einfach dem Gott vertrauen und seinem Wort, das er gesagt hat, ist der grösste Schutz, die grösste Sicherheit. Jesus, die Engel kommen, sie dienen ihm dienen und jetzt erlebt er wieder neue Bestätigung. Er wird gestärkt, wo er festgehalten hat, wo er treu war und dann geht es weiter. Der Test, den der Teufel ihm wollte geben, ist im wesentlichen Grund gegangen, Gott, sein Vater, nicht als Gott zu ehren und nicht entsprechend seiner Identität zu leben. Das war die Herausforderung. Hier drin wollte der Teufel einen Keil reinschlagen. Und es ist spannend, dass wir sehen bei Jesus, statt dass er Antwort gibt aus seiner Identität und mit euch als Sohn Gottes, versteht ihr, er ist Jesus, er war der Sohn Gottes. Sogar er antwortet, nicht von sich aus, sondern vom Wort von Gott und steht auf das feste Fundament. Wie viel mehr denn wir in unseren Herausforderungen und Versuchungen und Tests, wo wir nicht müssen auf uns oder von uns aus antworten, sondern uns dürfen beziehen auf das, was Gott sagt, Punkt, Ende der Diskussion. Fertig. Und wir merken bei Jesus, er war überzeugt gewesen, dass das Wort von Gott, das ihm Bestätigung gegeben hat als Sohn Gottes, dass das auch das ist, was ihn zum Leben führt, was das Beste will, auch für sein Tun. Und ich wünsche, dass es für uns auch so darf sein. Das Wort Gottes, wir haben keine Sicherheit in unseren Gefühlen.
Ob wir wissen, wir sind von Gott angenommen oder nicht, das haben wir durch das, was Gott uns da verspricht. Wenn wir zum Glauben kommen, an Gott, an Jesus, dann spricht uns das Wort zu, wir sind jetzt Kind Gottes. Und das nehmen wir gern. Und genauso dürfen wir vertrauen, dass jedes Wort, das da drin steht, für uns ein Wort ist zum Leben. Auch wenn es uns sagt, was wir tun sollen oder sollen nicht tun, es ist zum Besten für uns. Und das Vertrauen sehen wir bei Jesus. Und darum auch wir dürfen aus diesem Wort heraus antworten und mit Versuchungen umgehen. Und darum ermutigt uns die Bibel. Sagt im Kolosser 3, 16 und 17. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort und Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Das Wort von Gott wird Leben schenken, befreit, hilft. Auf das dürfen wir uns beziehen, genau gleich wie Jesus. Und schau, Jesus war sich bewusst, dass sein ganzes Sein mit dem Wort Gottes verknüpft ist und dass das für ihn das Beste ist. Das darf von mir. Manchmal, oder auch in unserer Gesellschaft und von unserem Denken, ist die Frage, wie kommen wir denn zu unserer Identität? Oftmals definieren wir uns über unser Tun, und kommen so zu unserer Identität. Je mehr das ich leiste oder wie ich leiste, so bin ich wirklich. Und dann kommen wir vielleicht zur Bibel und lesen sie mit den gleichen Augen. Und was wir da lesen, ist alles Anforderung. Weil wir sie durch die Brille lesen vom Gesetz und vom Leisten. Und ich muss tun, damit ich eine Identität habe, die Gott gefällt. Und ich bin so froh, dass wir das Evangelium dürfen haben von der Gnade. Und das kommt aus einer anderen Ecke. Die Bibel redet nämlich und sagt, hey, du wirst Kind Gottes durch den Glauben, also ein Geschenk, das du annehmen kannst. Die Identität wird uns vom Wort her geschenkt, wird eben gegeben. Und aus der Identität, aus der ich ja bekomme, darf ich dann tun und darf ich handeln, weil ich weiss, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Und wenn ich von dort her zum Wort Gottes komme und die Bibel lese, weisst du, da redet mein Vater. Und wenn er sagt, ja, dann ist ja und dann ist es gut. Und wenn er sagt, nein, dann ist nein, weil er es eben gut meint. Da dürfen wir Gott vertrauen und dürfen merken, wie das Leben schenkt. Ich bin so froh, haben wir diesen festen Grund. Jetzt Jesus, und dann möchte ich den abschließen. Wieso hat er das eigentlich gemacht nochmal? Wieso eigentlich? Das ist so eine spezielle Geschichte. Das eine ist, wir sehen ihn als Vorbild, wie er ist umgegangen mit Versuchung. Und da dürfen wir ihm nachgehen. Das, was ich jetzt erzählt habe, wie wir mit dem Wort Gottes dürfen umgehen, das dürfen wir auch, wie Jesus das hat gemacht. Das zweite ist, er hat ganz Mensch sein. Er hat sich mit uns identifiziert, in allen Sachen. Einfach ohne Sünde. Damit er hat können am Kreuz für uns sterben, ohne Fehler, ohne Schuld. Und dass wir durch ihn Vergebung bekommen können. Reinigung und Heiligung. Dass wir jetzt in Christus sein dürfen. Weil er gehorsam war, haben wir Erlösung bekommen. Merkt ihr? Das ist unsere Grundlage. Er musste wie wir werden. Und er war treu. Und das Dritte ist, er ist für uns jetzt Hilfe geworden. So. Ich war einmal an einem Test, war vor manchem Jahr, es ging darum, dass ich eine fliegerische Vorschulung machen konnte, so einen Fliegerkurs. Und die habe ich jetzt testen im Voraus, dass ich das machen konnte. Und dann bin ich an die Uni Bern und mit anderen in einem Saal und während mehrerer Stunden musste ich x Tests und Sachen schreiben. Es war eine wilde Geschichte. Aber bei so einem Test habe ich ein paar Unterlagen bekommen und musste Fragen beantworten. Und da war auch einer vor mir an diesem Test, der mega gescheit war. Der hat irgendwie mit dem Bleistift bei der richtigen Antwort so ein kleines Zeichen gemacht. Und dann musste ich nur noch schauen, ob das stimmt oder nicht. Ich war relativ schnell dadurch. Der ist vorausgegangen und ich konnte hinten rein können. Und versteht ihr? Jesus hat das Zeug erlebt. Weil er uns ist vorausgegangen. Damit er uns versteht,
wenn wir heute am Nachmittag rausgehen oder morgen wieder bügeln, dann haben wir einen, der in uns wohnt, der uns versteht. Der nicht irgendwie schräg ist für ihn, wenn wir manchmal Schwierigkeiten haben oder Zweifel oder Angst haben, sondern der weiss und kann helfen. Und dort steht im Hebräer 2,17, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, wenn wir an Jesus glauben, du und ich, muss er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wir dürfen in Christus sein, der weiss und der helfen kann, der tragen kann und der uns als Ziel führt, durch Versuchungen, durch Tests durch und uns stärkt und uns ermutigt. Wir wollen noch beten. Danke, Jesus, dürfen wir zu dir schauen. Danke, dürfen wir zu dir schauen, wenn es um unsere Identität geht. Und dürfen wir die zugesprochen bekommen durch dein Wort. Und dürfen wir eine sichere Grundlage haben. Und ich bin dankbar, Jesus, hast du dich nicht entzogen, diesen Versuchungen, denen in der Wüste. Sonst bist du durch und bist treu gewesen. Und bist es für uns gewesen. Danke, dass du uns verstehst. Danke, dass du uns kannst helfen kannst. Und danke, dass dein Wort immer noch unsere sichere Grundlage ist. Ich bitte dich um ein Segen für uns alle. Danke, dass du uns auch kannst zeigen, dort, wo wir vielleicht an Orten stehen, wo wir nicht stehen sollten, wo wir in Versuchung stehen. Wo wir Sachen auf die Seite tun, wo wir ablegen dürfen, einen klaren Tisch haben und mit Freude und mit Kraft und Gestärkt dürfen weitergehen mit dir. Danke, du wunderbarer König. Danke. Amen.